Hallo meine Lieben, guten Morgen. Ja, jetzt seht ihr gleich, wie es ausschaut, wenn ich unsere Elfe mit dem Nachwuchs rennen lasse. Großspitzdame Elfe mit Pomeranian-Dame Tiffany und unsere Großspitzhündin Nirvana. Und Smarties und die kleine Weiße, die es nicht abwarten kann, ist die Butterfly. Ihr seht, wir haben es eilig. Dann machen wir mal schnell auf. Oh, ups, so schnell kann ich gar nicht folgen. Schupp. Jetzt rennen sie erstmal eine Runde nach unten. Machen unten erstmal den Garten unsicher. Ja, da links seht ihr unsere Urlaubsgäste. Ah, da kommen sie wieder. Angeschossen. Elfe! Und der saß auch dabei. Komm, Elfe! Elfe! Und die Odessa muss natürlich als Chefin immer für Zucht und Ordnung sorgen. Jetzt gucken sie natürlich erstmal, ob unten die Futterküche geöffnet hat, ob man da irgendwo was abstauben kann, was die Cindy vielleicht vergessen hat. Oder ob die Hundeklappe nicht verriegelt ist, so dass man im Haus in die Küche einbrechen kann. So, und jetzt seht ihr mal, mit welchem Karacho die nach oben durchstarten. So schnell komme ich gar nicht hinterher. Ganz da oben rennen sie. Und weg sind sie. Ja, das gehört ja alles zu unserem Grundstück dazu. Und da können die nach Herzenslust und Laune rennen und spielen und toben. Und in den nächsten 2 Minuten kommen sie wieder angeschossen. Dann geht es 5-mal hoch und runter und hoch und runter. Und dann weichen sie wieder nicht mehr von meiner Seite, wenn die erste Luft raus ist. Elfe! Ha, Odessa, du bleibst lieber bei Frauchen, gell? Na, sie kommen gleich wieder. So, das war's. Heute Morgen mit unseren Großspitzen, die jetzt losgerast sind, um sich erstmal auszupowern. Bis dann, meine Lieben, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Sonntag. Tschüss! Und das kleine Tiffany hinterher. Und die Angel nimmt die Abkürzung oben durch den Wald. Und wieder runter. Und jetzt geht's gleich wieder hoch.